Ja, man kann ihn lieben oder auch hassen. An ihm vorbei kommt eigentlich niemand. Gregor Gysi, die Galionsfigur der Linkspartei und gern gesehener Talkshow-Gast in vielen Fernsehstationen. Heute Gast in den unterirdischen Welten. Eine wunderbare Location, ich zum ersten Mal. Ich hoffe, nicht zum letzten Mal. Ich sage guten Abend und herzlich willkommen. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneten der Linkspartei. Sie hätten sagen müssen, Hinterbänkler der Linkspartei im Bundestag. Ich bin noch jetzt Ich musste lange üben, weil wir haben ja schon ein paar Veranstaltungen gemacht, um mir einen neuen Namen einfallen zu lassen, praktisch als Abgeordneter der Linkspartei im Bundestag. So werden Sie jetzt bezeichnet, oder? Weiß ich nicht, mal sehen. Ich bin es ja noch nicht so lange, das heißt Abgeordneter bin ich schon lange, aber ich war ja bis dahin Fraktionsvorsitzender, Oppositionsführer und alles sowas bin ich alles nicht mehr. Ja. Fühle mich aber nicht unwohl, ehrlich gesagt. Vergangenen Mittwoch, genau vor einer Woche, gab es praktisch die große Abschiedsfete im Bundestag. Ich war auch zugegen, viele prominente Leute waren da. Klaus Wowereit, auch der Ex-Regierende Eberhard Diepgen war zugange und der Präsident des Bundestages, Professor Lammert, hat sehr nette Worte über Sie gesprochen und da hat man auch einiges erfahren, was man noch nicht wusste, dass Sie mit über 400 Reden der meiste Redner im Bundestag war. Da habe ich selbst gestaunt, ehrlich gesagt. Ach ja? Aber vor allen Dingen meine Mitarbeiter haben rausgesucht, dass ich am 13. Oktober, das war ja der letzte Tag, an dem ich Fraktionsvorsitzender war, länger Fraktionsvorsitzender war als Wolfgang Mischnick und sogar länger als Herbert Wehner, der bis dahin der Dienstälteste war. Na, habe ich gesagt, dann ist auch gut. Also wenn ich die beide überholt habe, man soll es auch nicht übertreiben. Ne? 365 Reden sind in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Man kann sie sich also anhören. Ja, das muss man aber nicht. Man kann seine Zeit auch sinnvoll verbringen, wollte ich nur sagen. Ja. Wer schreibt Ihre Reden? Sie doch nicht selbst. Und dann werden Sie mal nicht komisch. Ja? Also es ist unterschiedlich. Früher habe ich sie ganz alleine geschrieben. Heute bei kurzen Reden mache ich auch alles alleine und bei etwas längeren, da arbeitet mir jemand Stichpunkte zu. Und die überarbeite ich dann vollständig, dann ist er mal beleidigt, weil wenig davon übrig bleibt. Trotzdem helfen mir seine Stichpunkte, auf Ideen zu kommen. Und dafür bin ich ihm dann auch dankbar. Aber ich mache das selbst. Ich habe ja kein Bildgedächtnis wie Kauder, der braucht ja nie einen Zettel, weil er ein Bildgedächtnis hat. Das sind Leute, die arbeiten sich eine Rede aus, sie lesen die und sehen sie dann vor sich. Ah, das können Sie nicht. Nee. Also ich meine, ausarbeiten kann ich noch zur Not, aber nicht vor mir sehen. Habe ich keine Chance. Und die brauchen dann. Und früher, das ist der Unterschied, das ist interessant, wenn man älter wird, brauchte ich so einen kleinen Zettel, sagen wir mal für 2 Stunden. Reicht heute nicht mehr. Brauche ich mehr Zettel. Ja, Herr Rummel. Ja. Verändert sich alles. Ich wusste gar nicht, dass der Professor Lammert so ein witziger Redner ist. Doch, der ist witzig, der ist auch sehr ironisch. Im Unterschied zu mir ist er nur nicht selbstironisch. Was? Das nur nicht. Aber ironisch ist er sehr. Und ich fand auch schön, dass er sagte, es gibt da so bei YouTube, glaube ich, kann man schalten, Lammert Gysi, so unsere Plänkeleien da. Und da sagt er, die beste Eintragung fand er ein, der gesagt hat, ja, wenn das Fernsehen böte, zahlt er freiwillig seinen Beitrag. Bei Ihrer letzten Rede sind Sie etwas länger gewesen, nämlich 17 Minuten. Ja, das habe ich maßlos ausgebeutet. Und der Herr Lammert hat nicht eingegriffen. Also ich habe ihn am Vorabend... Er mag Sie wahrscheinlich. Ja, erstens das, aber zweitens kommt was anderes hinzu. Ich habe ihn am Vortag angerufen und habe gesagt, Herr Präsident, es tut mir leid, morgen ist ja meine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender, nicht als Bundestagsabgeordneter, als Fraktionsvorsitzender. Ich habe 10 Minuten, es wird etwas länger werden. Und da sagt er, wie lang denn? Naja, sage ich so schätzungsweise 15 Minuten. Ja, sagt der Herr Gysi, aber übertreiben Sie es nicht, übertreiben Sie. Und bei der Minute 16 griff er dann doch kurz ein und sagte, Herr Gysi, ich muss mich jetzt doch mal erinnern. Und dann rief Oppermann, das ist erstaunlich, der Vorsitzende der SPD-Fraktion rief,
Herr Präsident, es ist seine letzte Rede. Damit genehmigte er das, weil die Fraktionen ja normalerweise eingriffen und dann brauchte ich noch eine Minute und dann war ich auch fertig. Ja. Und das war mir auch wichtig. Ich wollte Ihnen ja am Schluss sagen, weil Sie das nie bemerkt haben, das war eben so meine private Auseinandersetzung mit Ihnen. Ich habe die Bundestagsabgeordneten noch nie als Kolleginnen und Kollegen bezeichnet. Noch nie. Ich habe immer gesagt, Präsident, meine Damen und Herren, eine andere Formulierung gab es hier nicht. Ganz zum Schluss habe ich Sie das erste Mal Kolleginnen und Kollegen genannt. Und ich finde, Sie hatten es auch nicht verdient. Sie haben sich auch nicht wie meine Kolleginnen und Kollegen benommen. Am besten fand ich, dass ich Ihnen zum Schluss gesagt habe, dass ich Ihnen allen größte politische Erfolge wünsche. Und dann kam der Zusatz allerdings nur, soweit Sie mit meinen politischen Sichten übereinstimmen. Anders geht das nun mal nicht. Wir wollen über ein paar Inhalte Ihres Buches nachdenken über Deutschland. Gregor Gysi weiter. Für mich ein ganz aktuelles Buch. Hier steht im Vorwort, Parteienforscher wollen herausgefunden haben, dass der Wähler nicht Wahl- oder Parteiprogramme, sondern Nasen wählt. Womit gesagt sein sollte, dass ein Kreuz hinterm Kandidaten oder der Kandidatin nicht wegen jenes Papiers gesetzt werde, das auf landesparteiinternen Sitzungen in offenen oder geschlossenen Runden kollektiv erstritten wurde, sondern weil er oder sie beim Wähler ankommt. Würden Sie sich als Nase bezeichnen? Also erstens habe ich mehr als eine Nase, die habe ich natürlich auch, wie Sie auch. Ihre ist auch größer als meine, aber davon mal abgesehen, glaube ich, das sind immer Halbwahrheiten. Natürlich spielen Personen eine Rolle, aber Inhalte spielen auch eine Rolle, Programme spielen auch eine Rolle. Und selbst wenn mir eine Person bei den Linken sehr gut gefällt und ich mit dem Programm gar nichts anfangen kann, wähle ich die Partei nicht. Und wenn mir das Programm sehr gut gefällt und mir der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin nicht gewählt, wähle ich die Partei vielleicht trotzdem. Also man darf es auch nicht übertreiben. Trotzdem, Personen haben natürlich Einfluss insofern, als man sich leichter mit ihnen und ihren Inhalten identifizieren kann als nicht. Wer macht sich schon die Mühe und liest vor einer Bundestagswahl die Parteiprogramme? Es ist übrigens hochinteressant, wie unterschiedlich das ist. Seit 90 kenne ich das, wir machen immer so ein ausführliches Wahlprogramm, interessiert keinen Menschen. Da stellen wir mal so 250 her und dann haben wir so ein Kurzprogramm. Das verteilt sich tausend und abertausendfach. Nur einmal nicht, 2005. Hochinteressant, überall wo wir standen mit unserem Kurzprogramm, sagten die, nee, ich will das lange haben. Das war wirklich erstaunlich. Und zwar, weil wir uns ja so ein bisschen neu gebildet hatten, PDS und WASG. Und dann wollten die plötzlich, die Leute wissen ja, was haben die jetzt lang geschrieben? Das interessiert mich. Fand ich bemerkenswert. Also da kann man sich auch täuschen. Da mussten wir dann nachdrucken, richtig, weil das in einem Umfang gefordert war, mit dem wir niemals gerechnet hatten. Komischerweise, am vergangenen Mittwoch war Lafontaine nicht da. Haben Sie Differenzen miteinander? Abgesehen davon, dass wir Differenzen haben, weiß ich nicht warum. Also das ist ja für ihn auch immer mühsam, aus dem Saarland nach Berlin zu kommen. Oder vielleicht hat er auch gar keine Zeit. Das war es nicht eingeladen, war bestimmt. Sarah war übrigens da. Ja, ich weiß. Ich hab mit ihr ein bisschen geflirtet, Herr Gysi. Ja, viel Erfolg. Dann kriegen Sie auch Ärger mit Oskar. Aber mal abgesehen davon, nein, wir haben uns ja gut verstanden. Er ist ja überhaupt schuld daran, dass ich in die Politik zurückgekehrt war, denn ich bin ja 2002 als Bürgermeister und Senator zurückgetreten und wäre auch gar nicht wieder zurückgekommen, wenn nicht Oskar Lafontaine im April 2005 bei mir gewesen wäre und gesagt hätte, also er kann sich vorstellen, dass er nach der NRW-Wahl aus der SPD austritt. Und er würde dann für uns antreten, aber nur, wenn wir uns mit der WASG vereinigen, weil sonst ist die PDS eine reine Ostpartei und so können wir zu einer bundespolitischen Kraft werden, etc. etc. Dazu müssten wir uns umbenennen in Linkspartei und so. Aber er macht das Ganze nur unter einer Bedingung, dass ich mitmache. Wenn ich sage, nee, ich will nicht mehr, dann lässt das bleiben. Dann hat es überhaupt keinen Sinn. Na, das war eine Nötigung, die war angenehm, weil ich dachte, vielleicht schaffen wir es tatsächlich bundesweit eine linke Partei aufzustellen. Und das ist uns ja auch gelungen, muss ich mal sagen. Da haben wir uns sehr gut verstanden. Dann gab es auch Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse.
Ist aber alles nicht so tragisch. Das, was wir beide hinterlassen, ist die Chance auf eine Linke in Deutschland, die es so vor 1990 in der Geschichte der alten Bundesrepublik Deutschland niemals gegeben hat. Und wir haben einen... Und ist ein schöner trockener Weißwein. Ja. Gönnen Sie mir den nicht? Nein. Und wir haben einen ersten Ministerpräsidenten. Ja, das ist schon herausragend. Also ich meine, wenn ich Ihnen, Herr Rummel, 1990 gesagt hätte, im Jahre 2014, war es ja, ja, stellen wir den ersten Ministerpräsidenten in Deutschland, dann hätten Sie mir empfohlen, mich doch unverzüglich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Ich hätte das auch akzeptiert, ich hätte mich auch in Behandlung begeben. Auf die Idee wäre ja gar keiner gekommen. Und ich war ja dabei im Landtag in Thüringen. Und ja, da war ich auch wirklich ein bisschen stolz, weil ich mir gesagt habe, was das für eine Entwicklung ist. Und dann auch mit einer Stimme Mehrheit. Sowas von arschknapp, wenn ich es mal sagen darf. Ja. Und dann war es so, das Auszählen machten ja alle Fraktionen. Und da war so eine junge Frau aus unserer Fraktion dabei. Und ich sah, wie sie das erste Mal zurückkam, so. Ach, dachte ich, ist nur still geworden. Der Landtagspräsident in Thüringen hat eine hervorragende Eigenschaft. Der verzerrt nicht mal ein Augenlid. Du siehst ihm nicht das Ergebnis an. Der verkündet es dann völlig neutral. Dann kam der zweite Wahlgang, wo es wieder um dieselben Mehrheitsverhältnisse ging. Und da sah ich, wie die so zurückkamen. Und dann wusste ich, wir haben es geschafft, wieder bei dem Landtagspräsidenten nichts anzusehen. Aber dann kam das Ergebnis. Das war schon schön, muss ich sagen. Und es scheint ja ganz gut zu laufen. Ja, es scheint ganz gut zu laufen. Er macht das sehr gut, er macht das souverän. Er setzt auch eigene Akzente, hat jetzt natürlich die Schwierigkeiten aller Länder wegen der Vielzahl der Flüchtlinge. Das muss also ja auch erstmal meisten. Nein, ich sag nur. Ja, ja. Und trotzdem, selbst in dieser Schwierigkeit, verhält er sich nicht schlecht. Er macht das insgesamt gut. Also, er hat natürlich damit auch einen Beitrag geleistet. Ich sag mal, ich habe neulich vor Unternehmern gesprochen. Nach mir sprach Herr Tillich. Hätte der früher auch nicht gemacht. Heute saß ich hier bei der Außenpolitischen Gesellschaft, neben mir saß der Präsident des Landtages, hätte der früher auch nicht gemacht, und stimmte mir dann noch in beachtlichen Teilen zu. Am witzigsten war bei Tillich, dass ein Unternehmer aus Bonn sagte, dass er der Partei von Herrn Tillich näher stünde als meiner Partei, das konnte ich mir auch schon vorher ausrechnen, und dann sagte er, aber ich muss Herrn Gysi zustimmen und nicht Ihnen, das war schon witzig. Das hat mich doch ein bisschen gefreut, muss ich zugeben. Und naja, sowas erlebt man alles. Also ich fand die Überschrift, erste Seite vom Kurier, Goodbye Gysi, kleiner Mann, große Lücke. Würden Sie das so sehen, dass Sie eine große Lücke hinterlassen? Nein, das werde ich natürlich nicht so sehen. Außerdem, wenn die das schreiben, ist das auch was anderes, als wenn ich das sage. Ich bitte Sie. Also eine kleine Lücke will ich schon hinterlassen, sonst wäre ich ja völlig überflüssig gewesen. Aber nicht eine große. Ich glaube schon, dass das zu schaffen ist. Wir haben ja nun auch eine Arbeit von der Wirklichkeit 26 Jahren hinter uns, nicht von 25 Jahren. Denn meine Arbeit begann ja im Herbst 1989. Und es war schon hart. Wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt im Dezember 89, sage ich das offen, hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich es nicht gemacht. Aber nun habe ich es gemacht. Und dann bin ich auch wieder preußisch stur. Wenn die nett zu mir gewesen wären im Bundestag seit 1990, wäre ich wahrscheinlich nach 4 Jahren wieder gegangen. Aber so wie die zu mir waren, habe ich gesagt, nein, ihr werdet mich nicht los. So auf gar keinen Fall. So auf gar keinen Fall. Ja? Und jetzt, das muss ich Ihnen erzählen, drohe ich Ihnen immer damit zu bleiben, bis ich Alterspräsident bin. Wie das? Sie haben einmal gesagt, Sie könnten noch mit 90 im Bundestag bleiben. Ja, selbstverständlich. Das war, als Sie die Rente ab 67 beschlossen haben. Da habe ich Ihnen versucht zu erklären, dass es unterschiedliche Berufe gibt. Natürlich kannst du mit 90 noch im Bundestag herumdödeln, ohne dass es einer merkt. Aber du kannst eben kein Dach mehr decken. Das ist das Problem. Und das musste Ihnen ja mal jemand sagen. Ne? Übrigens, das war kurz vor der Wahl 2013, habe ich das gesagt, da war ich auf dem Flughafen in Düsseldorf und da stand ein Polizist richtig in Uniform. Und der sah mich von weit und sagte, sagen Sie mal, Herr Gysi, stimmt das, dass Sie gesagt haben, 90-Jähriger kann im Bundestag und so weiter? Das war so Zitat des Tages in seiner Zeitung. Da sage ich,
Ja, stimmt, habe ich gesagt. Sagt er, wunderbar, ich habe Sie heute gewählt. Ich will Ihnen das Wunder sagen. Ein Polizist in Uniform in Düsseldorf hätte das 10 Jahre früher, selbst wenn er es heimlich getan hätte, niemals zugegeben. Der rief das laut. Ja. Und die Leute ließen ihn am Leben. War ja auch erstaunlich. War auch erstaunlich. Und deshalb, da hat sich schon etwas verändert. Ja. Dann wären Sie Alterspräsident des Bundestages. Nein, aber wenn ich Alterspräsident wäre, ist doch klar, warum. Ich habe einen einzigen Grund, zwei Gründe. Eines, wenn der Alterspräsident reinkommt, steht ja der ganze Bundestag auf. Dass die CDU-CSU-Fraktion meinetwegen aufsteht. Das sei mir doch einmal im Leben gegönnt, sage ich mal. Und das Zweite ist, es gibt ja noch keinen Bundestagspräsidenten. Denn der Alterspräsident muss bei der Eröffnungssitzung die Wahl des Bundestagspräsidenten leiten. Und vorher darf er eine Ansprache halten. Und da setzt ja keiner hinter ihm. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Und dann quatsche ich die in Grund und Boden. Ja? Also, wahrscheinlich werde ich es ja nicht machen, aber ein bisschen drohen muss ich doch damit. Ne? Aber jetzt ist ja doch so, sagen wir mal, doch eine gewisse Last von Ihnen gefallen. Ja. Sie sind kein Oppositionsführer mehr. Nicht eine gewisse, es ist eine Last. Ja. So. Werden Sie jetzt anders leben? Ja. Ja, glauben Sie selbst dran? Wie bitte? Ob Sie selbst dran glauben? Ja. Ich kann es nicht so richtig glauben. Aber ich? Ja. Naja, wissen Sie, ist es so. Es beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Und Menschen verhalten sich ja unterschiedlich. Es gibt solche, die immer einem vergangenen Lebensabschnitt nachtrauern. Meine Schwester zum Beispiel, die dachte immer, Mensch, das war doch vorher viel schöner als jetzt und so weiter. Und so bin ich nicht. Für mich ist der Lebensabschnitt abgeschlossen und es beginnt ein neuer. Eins kann ich Ihnen versprechen, ich bleibe natürlich ein politisch denkender, handelnder und wahrnehmbarer Mensch. Das ist hiermit versprochen. Ich werde im Bundestag jetzt vornehmlich Außenpolitik machen. Ich werde mich mehr um meinen Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick kümmern. Ich werde meinen Anwaltsberuf etwas ausbauen. Ich werde meine Meetings im Deutschen Theater, wo ich Gäste habe, von Daniel Barenboim über Mario Adorf, über Habe Kerkeling, über Thomas Gottschalk, Günter Jauch, bis hin aber auch zu Guido Westerwelle, Volker Kauder war mein Gast. Wie das? Also, Herr Kauder? Ja, er wünschte sich das. Er ist im politischen Beirat des Deutschen Theaters und beschwerte sich bei mir, dass ich ihn noch nie eingeladen hatte. Ehrlich gesagt, wäre ich darauf auch gar nicht gekommen. Aber dann habe ich mir gesagt, naja, eigentlich hat er recht. Und wissen Sie, was für mich das Erlebnis war bei dem Gespräch mit ihm? Er trägt in seiner Freizeit eine rote Lederjacke. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Seitdem sehe ich ihn immer in der roten Lederjacke. Ja? Und ja, das war schon ein ganz interessantes Gespräch mit ihm. Aber zum Beispiel hat er gesagt, dass er Junge Union war und Transit durch die DDR fuhr und dass er am liebsten einen Grenzübergang Freiheit gerufen hätte. Hat er aber nicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, kann es nicht sein, dass Ihre Partei dann etwas zu viel verlangt, was die DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger alles hätten tun sollen? Und da sagte er, meine Partei schon, aber ich nicht. Was auch stimmt in gewisser Hinsicht. Er selbst ist da nie so besonders prononciert aufgetreten. Ich sage das nur deshalb, weil diese Gespräche sind für mich interessant, das baue ich aus. Dann gibt es noch so ein paar Angebote, über die ich noch nicht rede. Jetzt hat schon eine Zeitung bei mir angerufen, ob ich nicht regelmäßig Kommentare schreiben will. Das will ich natürlich, also ich meine, ich will sie eigentlich nicht schreiben, ich will nur, dass sie veröffentlicht werden. Aber vorher muss ich sie ja schreiben, anders geht es ja nicht. Und das heißt, das muss ich auch machen. Und wenn ich jetzt einfach so bliebe im Bundestag, in jeder Fraktionssitzung teilnehme etc., würde ich natürlich versuchen, sie heimlich weiterzuleiten. Ich bin ja auch so ein Alphatier. Ich könnte mich dann ganz schlecht beherrschen, also ich kenne mich ja auch. Also muss ich andere Sachen machen, ja, um diesen Fehler nicht zu begehen. Denn wenn man Verantwortung abgibt, muss man sie auch abgeben. Dann kann man in Notsituationen immer noch zur Verfügung stehen, aber erstmal muss man sie abgeben. Und ich will sie auch abgeben und das scheint mir auch wichtig zu sein. So, und dann mache ich andere Sachen, bleibe aber politisch wahrnehmbar, natürlich mit einem großen Vorteil. Als Fraktionsvorsitzender musst du immer die Meinung der Mehrheit deiner Fraktion vertreten, abgesehen von Ausnahmen. Also, sag mal eine Ausnahme, ich bin bei Hartz IV
für eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Sanktionsfrei, weil man kann das Existenzminimum nicht unterschreiten. Aber ich bin für ein Bonussystem, meine Fraktion aber nicht. Das kann man vertreten, da kann man auch sagen, dass man sich da unterscheidet. Aber nicht in Kernfragen zur Europäischen Union oder zum Euro oder zu Fragen des Waffenexports etc. etc. Da muss man die Mehrheitsmeinung der Fraktion vertreten. Und der Vorteil ist, dass ich daran jetzt nicht mehr so gebunden bin. In den meisten Fällen vertrete ich eh die Mehrheitsmeinung der Fraktion, das ist unproblematisch, aber wenn es mal abweicht, ist es nicht mehr tragisch. Ich möchte auf einen Abschnitt in Ihrem Buch zu sprechen kommen. Wir haben ja immer noch auch einen Unterschied in vielen Dingen zwischen, in Anführungsstrichen, zwischen Ost und West. Die Löhne sind noch unterschiedlich, die wird immer ausgeführt. Die Renten sind noch nicht gleich. Nun soll es ja im nächsten Jahr eine enorme Rentenerhöhung geben, ich glaube sogar im Osten von über 5%. Da werden sich die Ostrentner freuen, werden jeden Tag Champagner kaufen bei Aldi. Sie haben hier geschrieben, Altersarmut verhindern. Wie können wir Altersarmut in unserem reichen Land verhindern? Darf ich Ihnen mal sagen, wer mein letzter Gast letzten Sonntag im Deutschen Theater war? Burkhard Hirsch. Burkhard Hirsch ist geboren in Magdeburg und aufgewachsen in Halle. Und in einer ähnlichen Gegend ist natürlich auch Genscher aufgewachsen und auch der FDPler Baum. Und die saßen immer dritt zusammen. Und jetzt behauptet der, was bei Sachsen-Anhalt eine Frechheit ist natürlich, dass sie zu dritt sechseln können. Das finde ich erstaunlich. Und dass sie das sogar ganz gerne gemacht haben. Aber Genscher sechselt immer noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber wissen Sie, was das Interessante ist? Die drei kommen aus derselben Gegend im Osten und haben sich gefunden. Da auch interessant. Irgendetwas verbindet die miteinander, obwohl das ja nun 1948 oder 50 war oder so, also gar nicht mehr wahr ist aus der Sicht der heutigen Jugend. Trotzdem für mich interessant, so, also solche Momente sind es dann immer, die mich überzeugen. Und der alte Hirsch, muss ich jetzt mal sagen, zusammen mit Baum und Leuthäuser Schnarrenberger, schreiben die ja immer die Verfassungsbeschwerden bei der Vorratsdatenspeicherung, bei dem finalen Rettungsschuss, bei dem Abschießen einer Maschine, wenn man die Entführung durch Terroristen glaubt, man weiß es ja nie übrigens exakt, die Informationen können ja auch falsch sein. Also man glaubt es ja nur. Und dann die Frage, darfst du 200, 300, 400 Leute in den Tod schicken? Und das war auch interessant. Da erzählte er zum Beispiel, bin gleich fertig, dass da ein Pilot war, der dann angehört wurde. Und der sagte, ich habe so einen Transponder, da kann ich eine Entführung melden. Wenn ich aber weiß, wenn ich sie melde, kommt die Bundeswehr und schießt mich ab. Ich glaube nicht, dass ich das dann noch melde. Dann hoffe ich, dass ich mit den Entführern doch noch klarkomme. Also es war hochinteressant, dass das Bundesverfassungsgericht dann entschieden hat, das Ganze geht. Das macht alles Hirsch und Baum und Leuthäuser Schnarrenberger. Und dafür mag ich diese beiden, die drei alten Liberaldemokraten, weil sie da so eine eigene Sicht haben. Denn der Neoliberalismus in der Wirtschaft der FDP ist eine Katastrophe, aber der politische Liberalismus ist für Deutschland ungeheuer wichtig. Ungeheuer wichtig. Sie haben einmal gesagt, Sie vermissen eigentlich die FDP im Bundestag. Nein, nein, die vermisse ich nur aus einem anderen Grunde, weil die saß immer so rechts. Der Roger Willemsen hat unterschieden, es gibt zwei Arten von Rednerinnen und Rednern im Bundestag. Die einen sprechen immer zur eigenen Fraktion. Und zwar, weil sie die Zustimmung bekommen wollen zu dem, was sie sagen. Und die anderen sprechen immer zu den anderen Fraktionen. Er hat gesagt, Gysi spricht immer zu den anderen Fraktionen. Das liegt daran, dass ich deren Widerspruch dringend benötige. Sonst komme ich gar nicht in Fahrt. Und mein Lieblingssatz bei der FDP war, dass ich zu denen gesagt habe, ist es so schade, dass es nur eine Partei im Bundestag gibt, die die Mitte vertritt. Das ist die Linke. Und dann ging die immer... Dann ging mir mal gedreht durch die Decke. Und dann habe ich, und das fehlt mir, das ist das Einzige, sonst kann ich schon den Verlust aushalten. Und wissen Sie, und dann habe ich Ihnen versucht, das zu beweisen. Wissen Sie auch, woran das liegt? Es gibt bei uns einen Steuerbauch. Also wir haben die Einkommensteuer, die verläuft nicht so, sondern die hat hier so einen Bauch. Und zwar bei der Mitte der Gesellschaft. Aus einem Grunde. Die Armen können die Gesellschaft nicht finanzieren und an die Reichen trauen sie sich nicht heran. Und so muss alles die Mitte bezahlen. Und die einzige Partei, die gegen den Steuerbauch in der Mitte der Gesellschaft ist, ist die Linke, nicht die FDP.
Und damit habe ich dann immer inhaltlich begründet, dass wir auch als Einzige die Mitte vertreten, wobei das alle bei mir auch nicht so großartig finden, aber ich halte das letztlich für ganz wichtig. Ja, und deshalb, nur an dem Punkt fehlt mir die FDP. Ich liebte das, wenn die so gedreht durch die Decke ging, das stimmt. Aber jetzt nochmal zu diesem... Also Altersarmut. Ja. Es gibt, erstens müssen wir endlich, wir sind jetzt schon im 26. Jahr der deutschen Einheit. Und ich finde das einen einzigartigen Skandal, dass man immer noch nicht in Ost und West für die gleiche Arbeit, in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn erhält. Und ich finde es einen Skandal, dass man für die gleiche Lebensleistung nach wie vor nicht die gleiche Rente erhält. Das muss so schnell wie möglich überwunden werden. Aber wir laufen auf eine Altersarmut zu, die gar nicht die heutigen Rentnerinnen und Rentner betrifft, denen es noch ganz gut geht. Aber die jetzt 50-Jährigen, erst recht die 40-Jährigen, die 30-Jährigen, vor allen Dingen die 20-Jährigen, ihr werdet eine Altersarmut erleben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn wir nicht die Bedingungen grundsätzlich verändern. Und die wären? Und die Bedingung ist, dass heute nicht mehr die Löhne sich so entwickeln wie die Produktivität, wie das früher in der alten Bundesrepublik der Fall war. Die Renten werden nicht mehr so angepasst an die Lohnentwicklung. Die Formel ist verändert worden. Es werden Ausbildungszeiten und vieles andere nicht mehr so anerkannt. Und der Höhepunkt ist, dass das Rentenniveau gesenkt wird und immer noch weiter gesenkt wird. Also vom Durchschnitt des Lohns wird es immer weiter herabgesenkt. Dadurch werden wir ganz viele Grundsicherungsrentnerinnen und Grundsicherungsrentner bekommen. Dazu muss man nur wissen, eine Grundsicherungsrente bekommst du nur, wenn du kein Sparguthaben mehr hast, wenn du das nicht mehr hast. Das Sparguthaben einer Grundsicherungsrentnerin muss niedriger sein als das einer Hartz-IV-Empfängerin. Das heißt, du bist bis zur Rente Hartz-IV-Empfänger, dann kriegst du erstmal monatelang nichts, bis du dein Sparguthaben aufgebaut hast. Also alles indiskutabel, kann ich nur sagen. Wirklich indiskutabel. Was kann man dagegen machen? Eine große Reform. Jetzt haben wir eine große Koalition, die könnte sicher mal eine große Reform leisten, aber davon sind sie meilenweit entfernt. Eine große Reform bestünde darin, dass wir sagen, in der nächsten Generation, also bei Ihnen, junge Frau, nicht bei mir, man muss immer zum Nachteil anderer argumentieren, nicht zum eigenen Nachteil, also in der nächsten Generation müssten wir einführen, dass alle mit Erwerbseinkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen haben. Auch Bundestagsabgeordnete, auch Rechtsanwälte, auch Beamtinnen und Beamte, alle. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass wir sagen, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenzen mehr. Denn heute musst du bis zum Einkommen von 6.000 Euro etwa bezahlen. Alles, was du mehr verdienst, dafür musst du ja nichts bezahlen. Und dann würde ich sagen, nein, wenn du 14 Millionen verdienst, musst du eben deinen Beitrag von 14 Millionen bezahlen. Der dritte Schritt ist, dass man damit allerdings bei den Spitzenverdienern den Rentenanstieg abflachen muss. Eine Höchstrente wie in der Schweiz können wir uns nicht leisten. Ich kenne das Bundesverfassungsgericht. Die würden immer sagen, nee, ein höherer Beitrag muss zur höheren Rente führen. Aber sie erlauben, dass du das abflachst, weil es ja zugleich eine solidarische Versicherung ist. So, wenn wir die drei Schritte gingen, alle zahlten ein, es gäbe keine Beitragsbemessungsgrenze und für die Spitzenverdiener flachen wir den Rentenanstieg ab. Die können ja zusätzlich noch private Versicherungen stellen, können sie alles machen. Interessiert mich alles gar nicht. Dann braucht man über Altersarmut nicht mehr zu reden. Aber alle anderen Parteien im Bundestag sind sich einig, es gibt nur einen Weg, dass wir den Renteneintritt nach hinten verschieben. Erst auf 67, jetzt wird irgendwann 69 kommen und dann... Deshalb habe ich ja meine Übertreibung mit 90 gebracht. Ich habe nur den Pudis geschrieben, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie haben mir gesagt, Sie singen bis zur Rente. Die Rente wird immer weiter verschoben. Ich habe gesagt, Sie können noch ewig singen. Fanden Sie auch ganz witzig. Aber abgesehen davon ist es eine ernste Frage. Und nur so könnten wir das Problem in Deutschland lösen. Sie kriegen ja im Prinzip auch schon Rente, Herr Giesing. Ja. Was heißt hier im Prinzip? Ich kriege, seitdem ich Rentner bin, Rentner. Und da hat man etwas Grundgesetzwidriges beschlossen. Weil die gesetzliche Rente, für die hast du ja Beiträge bezahlt. Das ist ja faktisch ein eigentumsrechtlicher Anspruch, diese Rente. Und dann haben sie für die Bundestagsabgeordneten ausnahmsweise, woher sie da so bescheiden waren, ist mir auch schleierhaft geregelt, dass die bloß 25% ihrer Rente kriegen, solange sie im Bundestag sind. Und jetzt haben sie das irgendwie geändert auf 50%. Das ist natürlich in Wirklichkeit grundgesetzwidrig, weil du darfst die gesetzliche Rente nicht kürzen.
auch nicht, weil jemand noch berufstätig ist. Pension, da kannst du sagen, die gibt es nicht, solange du im Bundestag bist. Das ist völlig klar. Aber nicht bei der gesetzlichen Rente. Ich werde natürlich nichts dagegen unternehmen. Das fehlt mir noch, bin ich ja Seite 1 der Bild-Zeitung. Also, letztlich ist es mir auch wurscht. Ich verdiene ja genug. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Jetzt verdiene ich natürlich weniger, weil ich ja nicht mehr Fraktionsvorsitzender bin. Und deshalb reise ich mit Ihnen rum. Danke sehr, danke sehr. Ich verbeuge mich. Wir haben 16 Bundesländer. Wir haben 16 unterschiedliche Schulsysteme. Sie haben das hier auch angedeutet, dass im Prinzip die Schwachen der Gesellschaft ja auch unsere Kinder sind. Wir haben so und so viele Millionen Kinder, die in Armut leben in Deutschland. Richtig. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ja, also du hast immer ein soziales Spektrum in der Gesellschaft. Das kann enger sein wie in der DDR oder es ist sehr viel breiter wie heute. Aber das Mindeste, was man erreichen muss, ist, dass alle Kinder einen chancengleichen Zugang zu Bildung, zu Kunst und Kultur und übrigens auch zum Nahverkehr haben. Und davon kann heute keine Rede sein. Es gab in der DDR in der Bildung leider eine politische Ausgrenzung, darf es nie wieder geben. Zum Beispiel Kinder von Pfarrern hatten es eben schwer, das Abitur zu machen und so weiter. Dann gab es so eine komische soziale Ausgrenzung, dass man Arbeiterkinder befördert hat beim Studium und Besuch der erweiterten Oberschule, andere weniger. Das Problem war nur, dass die Arbeiterkinder dann Ingenieure wurden und sich beschwerten, dass ihre Kinder ja keine Arbeiterkinder mehr waren. Also dann biss sich das auch, das Ganze. Aber eins muss ich der DDR lassen, weil ich ja mit Schollemmer das Buch geschrieben habe, Was wird bleiben? Und da waren wir uns einig. Da können wir nochmal wieder hierher kommen im nächsten Jahr. Ja. Ein sehr interessantes Buch gibt es auch vorne am Büchertisch. Und zwar der Zugang zum Kino, zu Schallplatten. Heute würde man sagen CD, jetzt wieder Schallplatten, glaube ich. Ne? Ja, es gibt wieder Schallplatten, ja, ja. Ja. Zu Kino, zu Konzerten, zu Theater und zur Oper, war selbst für die Mindestrentnerin bezahlbar. Und davon kann heute keine Rede mehr sein. Und deshalb sage ich immer, ich möchte, dass das Kind der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin die 9. von Beethoven im Original hören kann, nichts verquetscht auf dem Computer. Es kann ja sein, dass sich das Kind dafür nicht interessiert. Aber wenn es sich dafür interessiert, muss der Zugang gewährt werden. Das ist mir ungeheuer wichtig. Ich habe bei meinem ersten Westbesuch im Januar 88 in Paris. Wie kam es dazu? Das Kulturzentrum der DDR in Paris beantragte 87, dass ich dort spreche zu dem Thema der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Oh, das ist genau das Thema, das man sich wünscht, um in Paris zu sein. Aber letztlich war es mir wurscht. Ich hätte auch über Maikäfer gesprochen. Hauptsache, ich kam nach Paris. Aber es wurde abgelehnt. Meine Reise wurde abgelehnt. Und sie wurde ein Jahr später, stellten die wieder den Antrag und dann haben sie mich fahren lassen. Und das ist auch interessant. Dann war ich in Paris und stellte natürlich, ich meine, es ist eine fantastische Stadt. Ich war natürlich tief beeindruckt. Ich hatte alle Schwächen eines DDR-Bürgers. Also zum Beispiel hatte mir Klaus Eschen, der Schauspieler, 100 Gulden geschenkt. Und dann war da so eine Umtauschstelle und da war so eine Kabine und so ein schmaler Schnitzel. Und ich dachte, das ist ja ein Kapitalist, der bescheißt mich doch. Aber ich hatte ja keine Chance. Ich musste ihm die 100 Gulden geben, wenn ich dann Franc haben wollte. Na, hatte ich auch meine Frau. Dann war ich hervorragend untergebracht im Hotel. Seitdem weiß ich, dass wir Deutschen frühstücken können, die Franzosen nicht. Ich bekam morgens ein Croissant, ein Klacks Butter, ein Klacks Marmelade und ein Café au lait. Das war's. Dann dachte ich, das ist ja ganz nett, aber kein Frühstück. Aber wie... Und dann stellte ich zum Beispiel fest, dass ich für Kaffee Devisen bezahlen musste. Nun bekam ich doch eine Tasse Kaffee auch in der DDR. Also wieso sollte ich denn dafür Devisen bezahlen? Aber am zweiten Tag merkte ich, wenn ich dafür nicht Devisen bezahle, kriege ich keinen Kaffee. Also ich musste mich doch dazu aufraffen. Und dann habe ich festgestellt, was dort alles billig war, was bei uns teuer war. Zum Beispiel Fernsehgeräte, Autos. Dann habe ich festgestellt, was es alles gibt. Es gab da einen Käseladen mit 300 Sorten. In meiner Kaufhalle gab es auch 4, aber nicht 300. Und dann gab es einen Laden mit Teewagen, 300 verschiedene Teewagen. Im Warenhaus am Alexanderplatz gab es gelegentlich auch einen Teewagen. Aber dann habe ich mir auch gefragt, braucht man wirklich 300 verschiedene Teewagen? Also so, das war alles aber nicht spannend. Aber dann bin ich gefahren mit der Metro in den Louvre. Nach der Metrofahrt und dem Eintritt in den Louvre war ich pleite.
Und da habe ich mir gesagt, das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Was subventioniere ich wie? Und dabei bin ich wirklich mit John Lemar einer Meinung, darum müssen wir kämpfen. Das ist eine zentrale Frage, ob ich den Zugang zu Kunst und Kultur, damit ja letztlich auch zur Bildung, allen Kindern ermögliche oder nur einem erlesenen Kreis, der sich das finanziell leisten kann. Eine zentrale Frage, halte ich für ganz wichtig. Und deshalb habe ich diese Erfahrung damals gemacht. Aber das war auch interessant, da kam ich ja wieder. An dem Tag, als ich wiederkam, rief mich einer aus der Bezirksleitung der SED Berlin an und stellte mir eine lächerliche Frage zum Rechtsanwaltskollegen. Habe ich zu ihm gesagt, tja, die Frage möchte ich nicht beantworten. Sagt er, wieso denn nicht? Ist denn daran schlimm? Ich sage, nee, das ist nicht schlimm, du wolltest ja bloß wissen, ob ich wiedergekommen bin. Und da du jetzt weißt, hat sich das ja erledigt. Und das Interessante war, danach konnte ich mehr sagen als vorher. Dann war ich in der Bezirksleitung und habe denen gesagt, ihr könnt einer Bevölkerung nicht sagen, dem weiblichen Teil, es muss 60 Jahre alt und dem männlichen Teil, es muss 65 Jahre alt werden, bevor sie das erste Mal das Recht haben, Paris zu sehen. Das geht nicht. Hätte ich ihnen das vor meiner Reise gesagt, hätten sie mich nicht reisen lassen. Dadurch, dass ich wiedergekommen war, konnte ich solche Sätze sagen. Auch interessant, wie sich das dann entwickelt. Dann haben sie das auch von mir entgegengenommen, denn ich war ja wiedergekommen, also meine Absicht war ja nicht dort zu bleiben. Dafür hatte ich übrigens drei Gründe. Erstens stimmte ich natürlich schon in Grundzügen mit der DDR überein und hoffte immer mit Gorbatschow, dass jetzt wirklich die notwendigen Reformen kamen. Der zweite Grund war, dass ich im DDR-Recht wirklich absolut zu Hause war und mich auf das BRD-Recht ja erst hätte einstellen müssen. Und der dritte Grund war mein Sohn. Ich war alleinerziehend, also niemals hätte ich den allein zurückgelassen. Das ist ja alberne Vorstellung. Auch nicht ein halbes Jahr kämpfen, bis ich nachbekomme und so. Das kam für mich gar nicht in Frage. Also insofern hatten die da sowieso völlig falsche Vorstellungen von mir. Aber übrigens saßen da drei von der DDR-Botschaft. Ne? Und die saßen so da bei meinem Vortrag über den Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR so. Mit einem Büchlein alle drei geschrieben. Oh. Und dann fragte mich einer, wenn ich jetzt zurückkomme in die DDR und einen Wunsch äußern darf, welches Menschenrecht sofort weiterzuentwickeln ist, welchen Wunsch ich denn dann äußerte. Da guckten die drei. In Wirklichkeit habe ich gedacht, ich müsste sagen, das Reiserecht entwickeln. Dann habe ich mir gesagt, du willst ja wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich hatte ja keine Zeit nachzudenken. Wenn ich länger nachgedacht hätte, würde mir vielleicht was anderes einfallen. Das Erste, was mich wahnsinnig ärgert in der DDR ist, wenn ich einen Mandanten habe, der in Untersuchungshaft sitzt, darf der Staatsanwalt, solange das Ermittlungsverfahren dauert, anordnen, dass der Vernehmer neben mir zu sitzen hat. Das würde ich sofort abschaffen. Ich möchte meinen Mandanten vom ersten Tag an alleine sprechen. Da guckten die drei sich so an, wirklich. Die hatten ja die drei Bücher vor sich. Dachte ich, da, es ging noch. Das werde ich auch nicht vergessen. Aber ich würde mal zurückkommen. Wir haben 16 Bundesländer und 16 Schulsysteme. Das ist doch absurd. Das hat was mit dem 19. Jahrhundert, mit der Zeit der Postkutschen zu tun, aber nichts mit dem 21. Jahrhundert. Die Union erklärt mir immer, wir brauchen einen flexiblen Arbeitsmarkt. Die erklären mir immer, die Lehrerin und der Ingenieur müssen immer dorthin ziehen, wo sie gerade gebraucht werden. Mal in Bayern, dann wieder in Hessen, dann in Thüringen, dann in Sachsen und was sollen sie immer umziehen. Dann wollen sie, dass sie drei Kinder haben, damit wir wieder eine erweiterte Reproduktion unserer Bevölkerung haben, weil in Wirklichkeit ist es ja zurzeit so, dass jedes Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Hm? So. Also sterben wir langsam aus. Da jammern sie mir immer die Backen voll. Dann sage ich ja, aber wie soll denn das gehen? Wenn du bei 16 Bundesländern immer das Schulsystem wechselst, verhältst du dich ja völlig verantwortungslos, wenn du mit deinen Kindern umziehst. Ich sage dir mal ein Beispiel. In Sachsen-Anhalt hat man 2 Jahre früher als in Bayern Physikunterricht. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Also stellen Sie sich vor, eine bayerische Familie zieht um nach Sachsen-Anhalt. Und dann kommt ein Kind exakt in die Klasse, wo die anderen schon 2 Jahre lang Physik hatten. Dieses Kind hatte noch nie Physik. Das kriegst du nicht nachgeholt in den großen Bällen. Gar keine Chance. Dann werden Sie mich fragen, warum eine Familie aus Bayern nach Sachsen-Anhalt ziehen soll. Sage ich Ihnen ein Beispiel. Der zwangsversetzte Beamte. Der kann sich ja nicht wehren. Ja.